Ich hoffe, man hört mich jetzt. Hallo Leute und so drin. Ja, gut. Also hallo Leute zum Video und dieses Video, ja, ist ein Video, was sich jemand gewünscht hat. Einer aus was weiß ich woher hat diesen Vorschlag gemacht. Von mit WeFly ab Hannover nach zu den Kapverden. Eigentlich wollte er von Köln zu den Kapverden, aber ich fliege von Hannover, weil WeFly in Hannover den Sitz hat. Und außerdem habe ich gar nicht, glaube ich gar nicht, dass von Köln zu den Kapverden geflogen wird von WeFly jetzt so. Deshalb mache ich es von Hannover. Letzt überlegt, ob ich von Hannover über Köln dahin fliege, aber mache ich nicht. Würde zu lang dauern. So, ich bin auf der Bahn. Ich habe mich vor die Bahn versetzt, weil ich einfach Lust darauf hatte, weil es sonst zu lange dauert. Und ja, vielleicht, ja doch, ich fliege über Köln, ist glaube ich die bessere Variante. Dann gehe ich nämlich nur auf 21.000 Fuß. Altitude. Und Vertical Speed 3000 und Kurs dann erstmal auf den Kurs, wie wir auch abfliegen. 91. So. Speed. Nach Köln reicht uns, glaube ich, 400 Knoten. Das ist dann auch ein bisschen viel, wenn wir noch mehr nehmen. So. Und dann würde ich sagen, geht's los. Klappen sind draußen, Lichter sind an. So, ich muss jetzt nochmal Pause machen, weil das Problem ist, dass ich die Musik nicht höre. Ich muss den Kopfhörer reinstecken. So, jetzt habe ich's. Okay, jetzt geht weiter. Alter Schwede, das ist viel zu laut. Ich esse jetzt nebenbei ein Kaugummi. Ich hoffe, das stört keinen. Aber wir wollen ja aus dem Cockpit starten. So. 100. Entschuldigung, 120. 130, gut, dann kann man ziehen. Ja, das Wetter ist nicht das Beste. Sieht man hier. So. Ich fliege jetzt über Köln. Habe ich mich jetzt zu entschlossen. Und deshalb darf ich dann die Videos nicht so lange halten. Also ich sollte dann schnell so Übergänge machen, dass ich mich dann nicht zu lange an einem Punkt aufhalte. Weil sonst wird es ein 40-Minuten-Video und das will ja keiner. 20 reicht ja völlig. Und selbst das ist ziemlich viel. Zum Hochladen auf jeden Fall. So. Aber ich bin jetzt auf einer guten Höhe. Flaps können rein. Und da ist der Airport. Mit Scenery von German Airports 2. So. Kurs können wir jetzt mal auf 200 legen. Nach 210 geht auch. Speed on. Ja, wir sind schon zu schnell. So, und ich denke, ich werde mich dem Endeffekt über Köln, weil sonst wird das echt zu lang. Sorry.
So, Leute, ich bin jetzt zurück und ja, im Landflug auf Köln. Und ich habe gemerkt, dass ich viel zu schnell bin und auch zu hoch. Problem, ich bin zu früh in den Sinkflug, zu spät in den Sinkflug gegangen und muss daher jetzt ein bisschen Schub rausnehmen. 250 Knoten, 240 Knoten. Ich weiß nicht, ob das gesund ist für die Passagiere. Ja, stört mich aber nicht, weil es ist mir scheißegal. Ich flieg sowieso leer Don't und sink. ja. Don't sink. Halt Schnauze, du Fettsack. Don't sink. Schnauze! Don't sink. Ne Fresse! Don't sink. Der hört nicht auf. Don't sink. Sink rate. Fresse, Junge! Danke. Sink rate. Fresse! Sink rate. So, jetzt kann ich mich nicht auf die Landung konzentrieren, das ist natürlich ein Nachteil. Und ich merke, dass ich zu rechts bin. Zu weit rechts. Ein bisschen korrigieren vielleicht. Jetzt vergessen die Callout anzumachen. Das ist natürlich ein herber Nachteil jetzt. Weil ich jetzt überhaupt nicht mehr weiß, wann ich landen muss. 20. 10. Naja, war ja eine Landung, die war ganz okay. So, Speed Brakes rein. Und auch die Bremsen. So, und ich denke, ich melde mich aber wieder, wenn ich wieder an der Bahn stehe, weil sonst wird das echt zu lang. Sorry, Leute. Ja, ist ja gut, man braucht nicht selbst ausrasten. So, ich stehe jetzt wieder in der Bahn. Ich weiß, ihr regt euch auf, dass ich so wenig Let's Playe. Aber es ist wirklich das Beste. Es sind das, glaube ich, schon 6-7 Minuten um. Jetzt so aus reinem Gefühl. Und ich glaube wirklich, dass ich dann noch 10 Minuten dranhängen muss. Allein wegen dem Take-off jetzt. Und wegen der Landung auf den Kavernen. Vielleicht mal noch ein bisschen Reisehöhe, wer weiß. Gut, dann würde ich sagen, ach ja, erstmal Autopilot einstellen. Die Reise nach den Kavernen wird dann ungefähr so, ja, was weiß ich, 39.000 sein. Steigrate 4.000. Curse 317. Und das mache ich auch rein. Gut, dann würde ich sagen, können wir abheben. Full Trottel und los. So, was ist das bei 100? 110, 120, 130, okay, wir können hoch. So, Autopilot an. Flaps in. Ich weiß, ich fahre die Flaps viel zu früh ein. Normalerweise fahren die erst auf so 3000, 4000 Fuß ein. Aber ich hab Bock zu. So. Jetzt mal so ein bisschen erzählen. Also. Es ist ja sehr schade,
vor 2-3 Wochen kam diese erschütternde Nachricht, diese schlechte Nachricht, diese grauenvolle Nachricht. Sorry Leute, ich muss den Kurs wechseln. So. Es kam diese erschütternde Nachricht von TuiFly.com, dass die blaue Haribo, also die ich jetzt hier fliege, nein, keine Angst, die ist nicht abgestürzt. Was denkt ihr denn von der, ey? Also, was denkt ihr überhaupt von den TuiFly-Piloten? Denkt ihr ja, die sind dumm? Denkt ihr etwa, dass sie jeden Crash bauen, den sie machen können? Nein. Es kam die schnelle Nachricht, dass diese Maschine nicht abgestürzt ist, sondern dass sie ausgeflottet wird. Sie wird nicht mehr fliegen. Und das ist der Grund. Das ist der Grund, warum ich die jetzt genommen habe. Das ist ein Abschiedsvideo für die blaue Haribo. Einfach als Dankesagung. Ich habe diese Haribo-Maschine sehr oft gekriegt in Hannover. 2 oder 3 Mal. Könnt ihr auf unserem Kanal, auf meinem Kanal auch angucken. Ja. Also ich glaube 2 Mal mindestens habe ich die gesehen. In Hannover natürlich. Nur in Hannover. Deshalb wollte ich auch von Hannover fliegen, weil das diese Erinnerung weckt. Aber, ja. Alter, wieso sind wir denn so schnell? Ein höheres Steigrate reinbringen. 6000, obwohl das unnormal ist. Ja, also die Maschine war echt toll. Und anschließend an diese traurige Nachricht musste ich auch noch erfahren, dass die goldene Haribo auch Ende 2013 ausgeflottet wird, oder Anfang 2014, ich weiß es nicht genau. Und die beiden DBR, also die 1 und 2, in Mitte 2014 auch. Es soll aber angeblich 2 weitere Sonderlackierungen geben. Und das wäre ja eigentlich ziemlich toll, wenn es das geben würde. Wenn er irgendwann 2 andere Lackierungen mit Sonderlackierung hält. Noch wären. Gut, ich denke mal, ich melde mich dann später nochmal. Bis dann. Ja, da bin ich wieder. Ihr seht die TuiFly. Ja. Wenn ihr euch das fragt, was das für ein Contrail ist, es ist ein gedownloadeter Contrail. Ja. Der ist ziemlich schön gemacht, muss ich sagen. Also vom Aufbau her und natürlich auch vom Aussehen richtig geil. Hier mit den 2 Streifen und da hinten mit der Ansammlung. Nachteil ist, dass der verschwindet, wenn man die Tower-Ansicht macht. Plötzlich ist er weg. Wenn man in den Tower geht. Das finde ich ein bisschen schade. Ist er noch da? Komisch. Diesmal geht's. Sieht ganz schön aus. Also unbedingt downloaden. Müsst ihr mal eingeben, irgendwie bei Google. Contrail für FSX, wenn ihr FSX habt natürlich, sonst ist das Schwachsinn. Sorry. So. Oh mein Gott, ich stürze hier ab. Wieso stürze ich denn ab? Ich nehme einfach die Reisehöhe 36.000, das ist das Beste für alle. Was soll denn der Scheiß, ey? Ist irgendwas hier? Nö, also ich kann hier nichts erkennen. So, wir sind jetzt über Spanien. Wollte ich nochmal gesagt haben. Gleich über Madrid. Und ich melde mich dann später noch einmal.
Jetzt hat er sich ja wieder gefangen, eigentlich. Und jetzt hat der Contray wieder auf, na klasse. So, wir sind zurück. Ich bin zurück. Mein Gott, ey, wieso wir? Ich bin zurück und wie ihr seht, sind wir gerade in der Drehung. Der Contray ist immer noch so schön. Ich mache den Ton aus, es nervt. Und ja, wir sind jetzt auf Reisehöhe noch immer noch. Müssen aber schon bald wieder verlassen. Denn wir sind in der Nähe der Kapverden. Da unten sind sie. Das blaue ist der Airport, wo wir hin müssen. So. Und dann ist es halt so. Gut, ich melde mich dann im Endeffekt. Vor allem für dich, Erik, ist der wichtig. So, ich bin jetzt wieder da. Und ja. 8000 Fuß, ich muss ein bisschen runtergehen. Da hinten ist die Insel. Das kann ich schließen. Das auch. So, da hinten ist der Airport. So. Das Wetter ist klasse. Ich sehe gar nichts. Da vorne sieht man die Insel, so ein bisschen die Umrisse, da sieht man ein bisschen Land. Und da vorne ist der Airport, sieht man schon. So, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Okay. Ich habe den Autopilot schon off. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Ja, vielleicht sehe ich ja irgendwas. Ich sehe überhaupt nichts. Das ist nur die Spiegelung des Cockpits. Ich sehe überhaupt nichts. So. Das ist so ein kleines Problem. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich glaube, ich muss die Klappen gleich mal ein bisschen rausfahren. Ja, meckert da wieder rum. Wenn ich die Klappen ausfahre, meckert darum, dass ich zu viel Speed verliere oder die Klappen nicht ausfahren darf. Ich fahre jetzt mal wieder rein. Also wie gesagt, ich habe Real World Weather drin und ich habe es noch nie erlebt, dass auf den Kapverden so neblig war. Vielleicht kann ich ja gleich durch die Wolken durch unten hin. Mann, das regt mich auf. Sound, ey. So, ich fahre das Fahrwerk raus. Ich habe noch 10 Meilen bis zum Airport. Ich habe hier diesen Radar. Bis ich wieder ein bisschen was sehe, kann ich mich an dem orientieren, dass ich ein bisschen jetzt links drehen muss. So, hier ist der. Alter, was ist denn das hier? Ich sehe ja gar nichts. Okay, also ich habe es noch nie erlebt, wirklich auf den Kapverden so ein Wetter. Das geht ja gar nicht. So, das ist bisschen links gedreht. Ich glaube, ich komme schräg. Ich habe auch noch 10 Knoten Crosswind, nee, Rückenwind. 2500. Ich habe 10 Knoten Rückenwind und das ist das Problem. Jetzt sehe ich allerdings durch den Kurs nicht mehr, welche Höhe ich habe. 2300. Gut, es kann auch nach hinten losgehen. Ich sehe weiterhin nichts. Gar nichts. Also so eine Landung, ey. Das gibt's doch nicht. 5 Meilen noch. Bis zum Airport. 5 Meilen. So, 5 Meilen. Ich komme genau mittig. Also seht ihr hier auf dem Radar. 1000. Hier auf dem, in der Mitte jetzt, seht ihr, dass ich genau auf den blauen Strich komme, also genau perfekt auf die Bahn. Nur ich weiß halt nicht, ob die Höhe perfekt ist. Ich halte jetzt erstmal diese Höhe ein bisschen. Weil ich weiß nicht, ob das richtig ist, diese Höhe. Ich sehe weiterhin nichts. Und ich sehe auch nichts vom Airport. Das ist doch nicht zu fassen.
Was soll denn diese Scheiße hier? Ich muss doch was sehen. Zum Landen muss ich... So, ich achte jetzt auch ein bisschen auf die Geschwindigkeit, 170 Knoten. Okay, es sind noch 2 Meilen, oder 3. 2 Meilen bis zur Bahn und ich sehe noch nichts. Ich glaube, ich starte gleich mal durch, weil ich habe, guck mal, ich sehe nichts. Guck mal hier. Das ist nix, gar nichts, alles grau. So, stopp, ich mache jetzt Pause. Ich muss doch was sehen. Ey, das doch da unten sehe ich was. Die Schnauze. Da unten sehe ich was. Ich sehe jetzt ein bisschen Boden, aber das bringt mir nichts, weil ich die Bahn nicht sehe. Und deshalb muss ich jetzt 500 hoffen, dass ich gut komme. Weil wenn ich nicht gut komme, dann 400 bin ich ein bisschen verschissen. 300. Ah, da sind ein paar Bäume jetzt. 200. Ich muss jetzt eigentlich auf dem Flughafengelände sein. Ich komme gerade. Okay, hier ist die Bahn. Ich habe Glück. 100. Ich komme ein bisschen hoch, aber das ist egal. Ich komme perfekt 50, auf die Bahn. 40. 30. 20. 10. Was für eine Landung. Was für eine Landung. Guckt euch das Wetter an. Guckt euch dieses Wetter an. Was für eine Landung. Also für dieses Wetter muss man sagen, die Maschine da überhaupt runter zu bekommen, unglaublich. So, und das zum Gate Rollen erspare ich mir heute mal. Ja, und ich hoffe, ihr habt ein tolles Video gesehen. Ein Abschiedsvideo für die Haribo, die ja nicht mehr fliegt, nie wieder. Und ja, sie wird auf jeden Fall in den Herzen bleiben. Im FSX wird sie bestimmt bleiben. Auf Fotos hat man sie noch, wird sie bleiben. Nur sie wird halt nicht mehr fliegen. Und damit bedanke ich mich auch fürs Video. Und dafür, dass ihr dieses Video, dieses Abschiedsvideo der Haribo angeschaut habt. Und ja, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Flugwünsche habt, könnt ihr das gerne machen. Habe ich jetzt erledigt. Und ich freue mich schon aufs nächste Video. Und freue mich auch, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bei der PJ Airline nächstes Mal gibt es dann bestimmt wieder irgendwas anderes. Also... nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen und natürlich nicht vergessen zu abonnieren. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht das bitte. Ansonsten schlage ich euch den Kopf ab. Und ja, dann war es das auch schon. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bye. Ach, Erik, ne, für dich. Also diese Landung, die war echt für dich gemacht. Die war so gemahlen für dich. Also die da musst du echt ein Beispiel dran nehmen. Also Erik, ne, vor allem für dich. Also ciao. Ich sehe, da kommt ein Taxiway. Ist das überhaupt einer? Ja, das ist einer, oder? Ja, ja doch. Denke schon. Ich sehe nicht mal aus der Tower-Sicht. Nicht mal aus der Tower-Sicht sehe ich mein Flugzeug. Das gibt's doch nicht. Naja, egal. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Ciao.